Dread Knight?
Naja, wie ihr seht, so langsam geht's los. Für alle Viewer, der Stream wird von 21 Uhr so lange gehen, bis es halt fertig ist. Das ist ein Best of Three. Und ja, sobald es dann hier auch in der Lobby losgeht, you know, können wir hier mal anmachen. Solange es hier losgeht im Spectator-Modus, werde ich ja noch anfangen, aber da sollen so richtig schöne, tolle YouTube-Videos werden, wie das halt sonst immer ist. Von daher geht es erst richtig los, wann es sich erst lohnt. Habe auch wieder tolle Intros gebastelt. Von daher dauert das noch ein bisschen, wie das halt so ist. Naja, Spectator-Modus, 2 Minuten Wartezeit. Ja. So, da geht's langsam los. Und sobald wir im Draft sind, wird es dann soweit. So, herzlich willkommen zur Joint Dota League Season 3 Division 5-6 Playoffs zwischen Schönes Ding und Ruster Owl. Die beiden Teams treten hier an, um in die Division 5 aufzusteigen, von Division 6 aus. Und ja, es ist ein Best of 3, was entscheiden wird, wer Division 5 kommt, wer den Fame bekommt und ja, wer den irgendwie nach knapp 2 Jahren dann irgendwann die Chance hat, weiter aufzusteigen. Rein theoretisch sollte es ja. Ja, von 5 Spielen, 6 Spielen, 7. 5 Spielen, 4, 3, 2, 1, 5, ja. 2,5 Jahre ungefähr brauchen, bis sie Division 1 erreichen können. Andererseits gibt es, glaube ich, mehr als eine Season pro, 2 Seasons pro Jahr, von daher weiß ich nicht ganz. Aber so eher der theoretischer Natur, würde ich jetzt mal sagen. Wir haben Rasters, die Skyrath Mage und Doom gebannt haben. Und Schönes Ding, bannt Lycan Viper. Lycan mussten sie wahrscheinlich bannen, weil First Ban ist beim Gegner. Sonst kenne ich halt Schönes Ding so, dass sie halt auch sehr gerne mal Lycan spielen. Dementsprechend ist noch Void im Pool, es ist noch Razor im Pool, es ist noch Shadow Shaman im Pool. Was halt so die natürlichsten werden. Außerdem ist noch ein Brewmaster im Pool und ein Batrider im Pool, den ich tatsächlich letzte Zeit nicht mehr so oft gesehen habe. Also, Batrider First Pick. Very interesting. Und wir werden auf jeden Fall nach 15 Minuten ein sehr, oder 10, 15 Minuten ein sehr, sehr aktives Midgame sehen. Das freut mich doch. So. Ich habe zumindest. Nee. Nö. Ich habe im Twitch-Chat gelesen, dass ich mich lauter stellen soll. Der Punkt ist aber irgendwie, dass ich mich eher leiser gestellt habe, weil man sonst den Hintergrund gar nicht hört. In-game ist das Ganze tatsächlich ein bisschen leise, aber da kann ich wohl nur mit einem lauteren Mikrofon helfen. Oder ihr müsst halt... ja. Muss ich auf jeden Fall in-game nochmal demnächst gucken. Hier über den Stream. Sollte die Lautstärke so okay sein? Ja, es ist vielleicht ein bisschen leise, aber wenn ich es lauter mache, ist halt auch, müsste ich halt auch Dota lauter machen und so weiter und so fort. Könnte man... ja... ich könnte es ja mal ein bisschen machen, einfach. Ein bisschen lautere Master Volume und ein bisschen lautere Stimme auf 75%. Und dann passt es. Schönes Ding, picken hier Void Death Prophet als Combo. Haben 2 Picks, dementsprechend Combo. Gehen hier nicht mit dem Razor, der wohl irgendwann hier weggebannt wird. Death Prophet Void ist aber wahrscheinlich besser, denn es ist immer eine Kombo, mit dem arbeiten kann, sind sehr Late Game möglich und haben auch im Midgame etwas, um zu fighten, besonders Death Prophet. Somit hier valide Picks gegen Batrider.
Und Abaddon wird als nächster Pick hier von Raster gepickt. Interessant. Vielleicht wollen sie damit mehr Tanks gehen. Vielleicht ist es auch ein Carry Abaddon. Nope. Wahrscheinlich nicht. Aber gut. Rubik wird gebannt. Batrider wäre ein semi-guter Stealer. Abaddon durchaus. Und die Ancient Aberration wird gebannt als Combo für die Void Krone. Dragon Knight, von schönes Ding, wird rausgesetzt. Vielleicht halt ein bisschen mehr Push und Reliable Stunts, wenn die Control raus haben. Was, ja. Dragon Knight überrascht mich ein bisschen, da glaube ich Death Prophet eigentlich relativ einfaches Spiel hat. In der Mitte. Gegen Death Prophet, gegen Dragon Knight, aber gut. Wäre zumindest ein guter Early Pusher und quasi das Äquivalent für der Death Prophet, nur ein bisschen schwächer. Zurzeit im Current Meter. Aber 8.2 soll ja bald kommen. Mal schauen, was sich da ändert. Wahrscheinlich Razor und Void-Änderung. Apropos Razor. Razor wird hier oben drüber, also trotz des Skeleton King Verfügbarkeit, wird hier ein Razor gepickt. Kann ich verstehen. Ist wesentlich zu stark und schönes Ding, gehen hier anscheinend mit der Strategie, wir picken einfach mal so viele Helden im Current Meta wie möglich, zu viele Imba-Helden. Das sind schon so die drei Helden, die zurzeit eigentlich man perfekt als Imba nennen könnte. Und wenn wir noch Scarif Mage dazu hätten, wären sie halt so ein komplettes Meta-Ding. Mal schauen, was halt Raster dagegen pickt. Haben noch viele Möglichkeiten. Aber so langsam ist das Meta auch ein bisschen leer gepickt. Shadow Shaman wäre halt noch verfügbar. Durchaus relativ gut gegen den Void, weil viel Control und die Wards, wenn sie außerhalb der Krone stehen, können halt auch reinschießen. Ansonsten, ja, was bleibt ihnen sonst noch so? Naja, wir werden sehen. Reserve Time. Raster denkt sich halt auch gerade so, jo, was picken wir denn jetzt dazu? Batrider ist halt so ein No-Brainer. Abaddon hingegen nicht. Aber, ja, so langsam sollte sich da was ergeben, was sie picken wollen. Und Morphling. Kapazität fürs Late Game haben sie damit. Wahrscheinlich Mitte Morphling würde sich wahrscheinlich anbieten. Dürfte gegen die Death Prophet auch relativ okay sein. Oder gegen den Razor in der Mitte. Das ist tatsächlich die Frage. Gegen Razor wahrscheinlich sollte ein bisschen schwieriger werden. Muss man schauen, was da schönes Ding in die Mitte stellt. Bisher würde ich den Razor favorisieren. Und Jakiro Support für in die Chrono rein und zum Push zu helfen. Ist hier durchaus ein guter Pick. Vielleicht hätte ich aber eher so einen Witch Doctor oder einen Shadow Charm tatsächlich genommen. Jakiro ist gut, aber naja. Also Shadow Charm oder und oder der, Witch Doctor würde ich tatsächlich hier für schönes Ding erwarten. Venomancer von Raster. Bin ich mir nicht sicher, was der hier soll. Aber könnte sich noch was ziemlich gutes Death erweisen. Andererseits ist es halt auch wieder so, Plague Wards sind halt hauptsächlich für Anti-Unit-Sachen gedacht. Und sowohl Death Prophet mit dem Exorcism als auch Jakiro mit dem Liquid Fire sind halt nicht Minion-based. Dementsprechend sollten die Wards hier zum Deffen relativ sinnlos sein. Außerdem sind keine Blink-Helden dabei, was so der zweite Punkt wäre, wo die gegen die Death die Plague Wards relativ gut sind. Ich schaue, ob ein schönes Ding hier mit dem Shadow Charm geht, ob sie dran denken. Witch Doctor wurde halt schon gebannt, das ist relativ offensichtlicher Support mit der Chrono und extrem stark. Außerdem hat Raster keinen Stun und es wäre richtig eklig geworden, wenn der Morphling oder der Batrider da nicht irgendwie rankommen könnten. Wäre das auf jeden Fall super, super eklig. Aber schönes Ding, hat ein gutes Teamfight-Lineup, von daher sollten sie hier... Vielleicht könnte Raster auch noch einen Split-Pusher vertragen. Also entweder Morphling carryt das Ganze und sie schicken einen Tinker in die Mitte, was durchaus eine Möglichkeit wäre. Oder der Batrider geht in die Mitte vielleicht und ein Prophet offlane.
Das könnte ich mir noch vorstellen. Splitbush sollte hier eigentlich relativ gut sein. Klar, Void kann eventuell catchen, aber wenn du einen Prophet hast oder einen Tinker, sollte der eigentlich mit dem Blinkdagger immer wegkommen. Und ansonsten sollten ein schönes Ding eigentlich nichts haben, das Splitbush entgegenzuhalten. Wäre hier vielleicht eine gute Idee. Aber erstmal muss ein schönes Ding hier sich hier entscheiden, was sie für einen zweiten Support nehmen. Und ja, mal gespannt. Aber picken hier die Vengeful Spirit. Kann ich durchaus verstehen, denn so ziemlich das Einzige, was gerade Raster hat, ist der Batrider. Dann picken wir einfach mal einen Konter dagegen. So einfach. Aber Sand King hingegen von Raster gefällt mir sehr gut für Necrono und einfach gegen Teamfight dagegen. Das heißt wohl, es ist entweder ein Abaddon oder ein Venomancer Core, was ziemlich cool ist. Teams, jetzt müsst ihr picken. Und da geht's schon los. Wir haben auf der Seite von den Owls oder den Rasters, Owl nennt sich das Team, dementsprechend nenne ich sie jetzt mal Owl. Smurfing Bird, der einen Offlane Batrider mit Boots First geht. Dreadknight, der den Morphling carried. Den hatten wir schon im ESL Weekly Cup letztens als Stand-in für The Chosen Ones EU gesehen, der einen sehr respektablen Carry dort als Stand-in gemacht hat. DM God als Support, Venomancer, Monstra als Sand King Support und zu guter Letzt A Fucking Owl als Abaddon Support, und mit Sand King Support meine ich natürlich Sand King Mitte, was, ja, gegen Death Prophet so eine Sache wird. Auf der Seite von Schönes Ding haben wir auf der Offlane SD Foxer, der die Offlane übernimmt. SD Wops Teasy, der die Death Prophet in die Mitte nimmt. Zu guter Letzt Akul auf dem Razor Carry und Spinnert und Ronizzle übernehmen die Supports mit der Vengeful Spirit und dem Jakiro. Na gut, Venu. Dann Co-Casting. Connected. Meinetwegen. Channel switched. User was moved to your channel. The battle begins. Ich muss jetzt mal das Mikro anmachen, dann geht es auch. Invisibility. Gut. Was haben wir? Wir haben eine Defensive Tri-Lane. Wer hätte es gedacht? Einen super schönen Ward vom Batrider, der mit Boots First da reinkam, ohne dass sie es mitbekommen hat. Ich glaube nicht, dass es den so einfach GD-Ward bekommt. Was ein Player. Was ein Player, und Winnow ist jetzt auch zu hören. Yay! Hey. Lass direkt mal in die Mitte gucken, weil da könnte jetzt was passieren. Ich glaube, die Kamera ist beste. Gale hat getroffen und Wopsteezy befindet sich in größten Schwierigkeiten. Tower fängt jetzt an zu hitten, aber First Blood und Wopsteezy kriegt noch den. Eine Salve. Schön. Monstra überlebt das Ganze noch und ja. First Blood für Owl. Ja, was sagst du dazu, Vino? Sagt sich schon gewonnen für die Owls. Nee, jetzt mal, ganz im Ernst. Du rauschst extrem stark, kann das sein? Ich rausche. Du rauschst. Nein? Okay, du rauschst, weil ich plus 6 dB bei dir hab, sonst würdest du gar nicht zu hören sein. Sehr gut, auf jeden Fall. Ja, passt schon. Wie stellen die denn in die Mitte? Spielen die diese Dual Lane Veno Kriegs Mitte? Scheint so zu sein gerade. Nächster Versuch in der Mitte, der diesmal fehlschlägt. Ja, die spielen auch eine Dual Lane, das sind gar keine Gang-Versuche wirklich. Das sind einfach Dual Lane. Okay. Ich weiß aber nicht, ob die Dual Lane irgendwas dagegen tun kann, wenn sie halt nicht gerade den Gang-Vorteil haben. Aber das werden wir sehen. Ah, der fungiert halt ein bisschen wie Lich ohne die Nice. Der würde nebenbei die Woods stacken gehen für den Kriegs. Gegen eine Rose Harrison. Ja. Dafür, die Idee finde ich gar nicht so schlecht, wenn die das jetzt noch in der Umsetzung gut machen. Ich muss mir das gut vorstellen. Frage ist recht, halt, weil Void hat oben relativ viel Space dadurch. Ja, Void hat zwar Space, aber Morphling kommt trotzdem gut klar. Weil Morphling stärker Laner ist gegenüber Solo Heroes. Und, Bot. Botmann sind engaged, aber es war noch ein bisschen Harris.
Was doch relativ knapp wurde, aber... Dadurch das greedy Lineup, was die Owls haben, dadurch halt ein bisschen aufgelockert noch, wenn die eine Dual Lane haben und die Stacks kriegen, dass sie schneller ins Midgame kommen. Auch interessant hier, dass SD haben den Counter Ward schön gestellt, das Problem ist, sie sehen die Ward nicht. Suboptimal. Ja, suboptimal. Die Ward steht gut, aber keine Vision. Da müssen die Supports nochmal aufpassen und gucken, wo noch Support Positions sind. Also ja, sie gucken halt jetzt hier unten nach, finden keine und damit sind auch keine Tangos mehr da. Die Position sollte jetzt relativ klar sein, dass es da ist und Morphling. Killfaces Void unten. Ich dachte schon, es wird relativ passive Tri-Lane oben, dadurch, dass es nur eine Dual-Lane ist. Aber Veno ist jetzt nach oben rotiert, nachdem Sand King den Start hat. Und hier eventuell gegen den Sand King platzt. Oh Mann. Sand King gewinnt die Mitte gegen eine Death Prophet, das ist auch was Neues. 3-0 somit für die Owls. Veno, bist du wieder tot? Okay, doch, jetzt geht's. Wir haben eigentlich das stärkere Late-Game, ne? Und das. Weil Offlane Void ist ja jetzt schon gut im Late, aber. Okay, du kannst nicht sagen, sie haben das stärkere Late Game, aber sie spielen ja eigentlich Four Protect One. Und ja, Morphling muss das Ganze überleben. Ja, genau, und mit diesem Four Protect One Lineup trotzdem 3-0 während der Landing Phase in Führung zu kommen, ist schon sehr praktisch für die. Besonders weil sie haben halt eigentlich nichts. Sie haben halt irgendwie die Gale haben sie und mehr nicht. Und damit haben sie schon 3-0. Und da. Selbst der Void, der gegen eine Dual-Lane steht, kriegt nicht mehr als der Batrider auf der Offlane. Obwohl der Batrider auf der Dire Offlane ist. Ja. Das ist schon was. Aber ja, Creep Equilibrium verkackt, Pull ist geblockt, kann das nicht ausgleichen. Also. Der Krix hat eine Haze. Er ist den Kuri. Ja, hätte er sein können, aber nein. Da müssen die Gegner schon echt ziemlich dumm sein, dass der den kriegt. Tja, was ich mich gerade frage, ist, wenn man den Krix dann auf den Hero klickt, von Razor, aktiviert sich dann das Passiv von dem? Keine Ahnung. Außerdem, der Sand King hat nicht einen Punkt in Sandstorm und deshalb stackt der Veno auch gar nichts. Oder ein Camp, hat er ein Camp gestackt? Ich weiß nicht, ich glaube, er hat gar nichts gestackt. Nö, sieht nicht danach aus. Ja. SD ein bisschen der ist Vorteil. Sehr aggressiv. Gale hittet, aber ich glaube, da kommt kein Follow-up. Aber der Veno hält sie ab und Tower ist in die Nine-Range. Müssen jetzt was tun. Stun wäre verfügbar, aber wird nicht geworfen. Und Tower ist denied. Die verspielen halt dadurch ein bisschen den Vorteil, weil die haben drei gute Stack-Farmer mit dem Morph, Batrider und Krix. Ja, aber SD verspielt ja auch den Vorteil irgendwie, lassen sich Tower denyen. Ja, aber wenn Veno jetzt stacken würde, oder zumindest, oder der Abaddon stacken würde, der macht ja auf der Lane sowieso nicht wirklich was, dann würden die viel geiler ins Midgame kommen. Ja, das kann auch sein. Ja klar, stacken hilft halt immer, aber so wie es bisher läuft, brauchen sie es ja nicht. Sand King ist relativ gut in der Mitte am Klarkommen. Void hat ein bisschen was, hat jetzt 11 Last Hits, das ist auf einer Offlane schon relativ gut, besonders gegen den einen Last Hit, den Batrider hat. Ja, aber SP du musst schauen. Ähnlich, obwohl, ist der Batrider nochmal gestorben? Nee. Der Void hat jetzt aufs Kurze, die haben sich eigentlich die ganze Zeit im selben Network-Bereich bewegt. Aufs Kurze hat er plötzlich ziemlich krass eingeholt. Wobei der Foxer, was macht der da? Wenn der das dann nicht trackt, dann ist er tot in dem Moment. Oh Gott, der Morphling skillt völlig falsch, sonst wäre der trotzdem tot gewesen. Du meinst, weil er keine Adaptive Strike hat? Nein, du skillst die Waveform primär, damit du jemanden solo killen kannst. Na dann. Aggressive Warning kommt auch von den Olds raus. Hier unten, Mitte zwischen T2 und T1, der Ward. Mal schauen, ob sie da demnächst vorhaben zu diven. Anscheinend. Jo. Im Farm hat der Razor noch als erstes. Danach kommt aber direkt Morphling und Sand King, der gleich auch mit der Death Prophet in der Mitte ist, aber gut. Nach zwei Kills auf die Death Prophet hat er natürlich da auch den gewissen Vorteil, um dann mehr Lasten zu haben. Und ich glaube, da kommt die Rotation wegen dem Ward. Aber sie sehen hier unten die Ventures-Build, die rotiert und dann haben sie gedacht, ach, vielleicht doch nicht.
oben wird im nächsten Chrono benutzt, aber es könnte genau rechtzeitig der Veno kommen. Andererseits könnte doch rechtzeitig der kann den aber nicht kommen. In der Chrono killen wegen dem. Ja. Oh, Foxer. Chrono verkackt, das war nix. Kriegen trotzdem noch den Kill, aber das war nix als Chrono. Ein paar Probleme hier auf Seiten von SD, aber noch war es zum Glück nicht so wichtig für sie. Jetzt ist der Morphling ein bisschen ein Problem, aber geht zurück, jetzt trifft er Stun. Die Frage ist, ja, okay, Waveform, tschüss. Na gut, war doch nicht so knapp, wie es aussah. Alles für allem, Grafen ansehen. Grafen hat sich, war Vorteil für AOL eben durch die 13-0. Es geht aber jetzt in Favor auf SD, die anscheinend ein bisschen mehr aus der Map rauskommen, rausholen, eben weil du auch schon gesagt hast, sie stacken nicht. Und Batrider muss jetzt den Dschungel farmen mit Matt-Golems und keinen Stacks. Das ist natürlich auch sehr, sehr bitter. Dazu kommt noch, dass das Dire ist. Das auch noch, ja. Aber auch mit Dire kannst du ja die drei Creeps-Camps farmen. Und SD kriegen jetzt immerhin oben den ersten Tower. Void kriegt den Last Hit, ist auch schön. 1200 Gold, ist wohl die erste Teil der Mask of Madness. Und Abaddon als Support ist unten. Das überrascht mich ein bisschen, dass Akul den noch nicht direkt gedived hat. Dass er so nah an der Lane überhaupt stehen kann. Aber sie haben auch keine Wards, dass er nicht so aggressiv bleiben will dort. Ich hätte direkt gedacht, dass Akul halt direkt schon mit Link direkt bis zum Tower chased. Er hat doch gar keinen Mana, der Abaddon. Wenn sie das jetzt hier, wenn er jetzt hier gesehen wird, sollte er eigentlich. Ja, geht zurück. Das hätte ich schon fast gedacht, dass er schon fast tot wäre. Aber oben wird jetzt ein Problem für den Void. Er muss jetzt in die Berge springen und das schafft er dann nicht. Okay, die Plague Wards. Wir sollten einen kurzen Prozess mit ihm machen. Aber das sind noch Level 1, oder? Das sind Level 1 noch keinen Punkt im Poison Sting. Flamebreak kommt. Long Range Snipe. Holt ihn da. Aber ansonsten, glaube ich, hätte das Ganze sogar überlebt. Ja, aber das mit dem Caustic Final war schön gemacht, dass er nicht für den Hit auf den Hero ging, sondern auf den Hit. Ja, um mehr Damage. Für den Hit auf den Creeps, für mehr Damage. Ja. Weil wenn der Venu jetzt noch besser skillen würde, dann wäre das auch gar nicht so schwer geworden. Wobei der Jakiro auch ein wenig fragwürdig skillt. Was? Jakiro skillt Liquid Fire, jo. Ja, Liquid Fire skillt man, aber du machst keine 2 Punkte in Ice Crash, das lohnt sich nicht. Jo, das stimmt. Mal schauen, die Supports wollen jetzt hier oben rein. Sehen hier oben 2 Cores und treffen jetzt auf den Batrider alleine. Das könnte relativ böse sein, wenn der Jakiro irgendwas tun würde, aber tut es nicht und Neutral Creep denyen den tun. Denyen hier im Batrider. Ganz bitter. Chrono ins Nichts. Well played. SD fällt gerade so ein bisschen auseinander, aber OL lassen sich aber auch gerade etwas catchen. Oh Mann, ein Fail nach dem anderen. Ja, Mensch fürs Bild macht schön die Wave ins Nichts, sonst hätten sie da vielleicht sowas machen können. Und Jakiro stirbt noch. Es ist alles durcheinander hier, seriously. Auch schön. Es geht alles kaputt und Misplays after Misplays. Blinkt der Sand King, das könnte was werden. Das ist sogar was Schönes eigentlich für SD. Weil der Morph, der wurde jetzt ein bisschen downgeschattet und der Foxer versuchte ihr Stack zu klauen, was natürlich nicht klappen wird, aber Robelos hätte es gehen können. Die beachtet das aber leider gar nicht. Jo, ist ihnen halt relativ egal. Mitte wird jetzt gepressured, TP-Reactions kommen von dem Jakiro. Das ist ein bisschen was für den Plague Wards. Plague Wards sind immer noch Level 1 und Gale ist Level 2, was halt irgendwie ein bisschen fail ist, weil die Plague Wards damit One-Hit sind fast. Morphling Waveformed rein, das hätte schlimmer werden können, als es dann im Endeffekt geworden ist. Aber Venomancer feedet so ein bisschen. Ja, der Venomancer hat auch keine Ahnung, wie man seinen Hero spielt. Deshalb, ihr weiß wirklich so, der steht immer viel zu weit vorne, der skillt das Gale hoch. Jetzt niemals das Geld hoch. Naja, gegen Linkdagger-Helden könnte es funktionieren, aber nein, dann sollte das eigentlich auch Gift, das Ding reichen. Ja, weil die Plague Ward kennst du sowieso den Blick. Vielleicht skillt man es ab und zu auf Level 2, aber auf jeden Fall nicht auf Level 3 Gay Level 2 skillen, wie der Typ es gemacht hat. Oh, das Sand King gefällt mir bisher ganz gut. Farmt schön, hat
hat auf der Mitte halt relativ gut gespielt gegen den Death Prophet, das doch equal im Farm zu sein und jetzt sogar viel Last Hits mehr zu haben, ist doch eine relativ gute Kunst, muss man schon sagen. Ansonsten Last Hits sehr even und dementsprechend die Grafen auch sehr, sehr gleich für beide Seiten. Aber ich glaube, in der Mitte wird demnächst was passieren. Auf jeden Fall Druck auf den Tower und 5 Leute von SD Mitte. Allerdings auch sehr gesplittet. Die Event fürs Bild wird da oben gefunden und ich glaube, das blockt sogar, oder? Ja. Der Creep blockt ihn. Und Epicenter Blink. Oh. Wunderschön. Foxer versucht hier wegzukommen. Chrono auf 2. Schön gemacht. Beinahe Rangerand von Bobs. Aber das wird sehr schön sein. Und der Abaddon ist sogar noch zu lange geblieben. Sind komplett unmöglich drin geblieben und kam nicht rechtzeitig raus. Das ist bitter. Im Exorcism kriegen sie jetzt den Tower locker. Und. Nee. Aber der Morph Split pusht sogar recht gut. Der hat ja. Auch bald seinen linken, der hat einen recht okayen Farm, trotz des Downcharts am Anfang. 64 Last Hits, nicht schlecht. Steht 2 zu 1 mit den Towern. Aber das ist ja der Punkt. So, SD muss halt gerade 5-Man-Action machen, während der Morphling halt alleine in den Tower gekommen hat. Das war nicht so gut. Jetzt Lasso auf den Razor, der damit down sein sollte. Spätestens nach dem Stun auf jeden Fall. Und die Flamebreak, der das Ganze besiegelt. Level 3 Flamebreak und direkt der Smoke nach unten, wie es scheint. Ich weiß gar nicht, wer am längeren Hebel hier sitzt. Weil Obelus plus Void Razor ist, glaube ich, stärker als Morph Batrider. Mhm. Also jetzt von den Hard Late Gamern aus dem Game gesehen. Ja, ich nehme an, unten ist ein toter Jakiro. Das kann er, glaube ich, jetzt absolut nichts gegen tun. Easy. Bisschen zu weit draußen, alle missing. Dann war das halt schnell. Aber es hätte genauso gut oben passieren können. Wobei Morphling da ein bisschen mehr Sustained, glaube ich, hat. Hat halt ein Escape. So, ich glaube mal, Owl wird jetzt hier unten pressuren. 4 Leute unten. Plague Wards werden aufgestellt, um das ganze Ding ein bisschen zu pressuren. Allerdings, Morphling kriegt schon wieder den Tower. Komplett alleine, uncontested. Ist da nicht die Supports irgendwie ein bisschen gegenhalten, überrascht mich doch ein bisschen. Spinnert auf der Vengeful Spirit, wartet oben auf sein TP. Der Krix ist in dem Game most farmed, ne? Das ist schon ziemlich heftig. Ja. Und schon, ob der ein frühes Agger geht. Ja. Schön auch hier vom Batchrider, es hätte genau zum TP geblinkt, um einen Lasso zu machen. Das Problem ist, war es ein langes TP und musste wieder rausfliegen. Kommt hier, Sand King kommt tatsächlich weg und SD kriegt nichts von dem ganzen Engage unten. 5 Mann unten und keinen einzigen Kill, obwohl mit einer 2-Mann Chrono und trotzdem war nichts. Es war halt zum einen der Abaddon mit dem Shield, der doch einiges an Heal raushaut. Als auch, ja, alles. Haben sie nichts bekommen. Andererseits ist aber auch für Owl dann halt auch das meiste down, dementsprechend versuchen sie mit Exorcism den TC2-Tower zu pushen. Was sie aber nicht wissen, ist, dass bei ihnen zwar Chrono und Eye of the Storm down ist von SD, aber das EP gleich. Also eigentlich müssten sie es wissen, da kommt jetzt auch die Quick, glaube ich. Ja. Aber nur auf einen. Kriegen aber Death Prophet. Oh, schönes Oils. Die Frage ist halt jetzt ohne Exorcism, ob sie das fighten können. Aber mit dem gesielten Damage also fest Void wurde in Batrider. Stirbt allerdings hier hinter dem Tower. SD hilft ihm nicht. Geht nach dem Tod jetzt rein und holt sich ein paar Kills noch. Ja, aber kriegen nicht mehr. 2 zu 1 plus Tower Trade. Das war schon relativ gut für SD. Aber es war halt auch wieder der Morphling, der nicht da war. Jetzt den Linkins schon hat. Und so langsam, ja, wahrscheinlich out of control geht. Die Frage ist halt, was. Die Frage für mich, ob sie das Late Game schaffen, wird hauptsächlich daraus bestehen, wenn der Morphling online ist und dann mitkämpft, ob sie dann die Teamfights gewinnen. Ja, das weiß man halt noch nicht. Das Ding ist, diese Triple Ulti von Kobolos Void Razor ist halt schon verdammt heftig. Endgame geht hier auf einen Veil. Versuchen halt ihren Early Game Magic Damage auszubauen. Ja.
Das wobei ist ja auch ziemlich viel, was sie haben. Wenn der Morph ein E-Blade hat, ne, kann der halt die Krobelos one-shotten. So gut wie plus was? Den Void, wenn der nicht backtrackt. Ein Void kommt halt eher, drauf aber an, ob die Krobelos das Hard bekommt, bevor der sein E-Blade fertig hat, aber in der Regel hat er das E-Blade davor. Und genau in dieser Zeit kann der halt die Krobelos ziemlich töten. Oh, Faces Void ist jetzt hier ein Problem, macht eine Chrono und gerade so. Und alle Leute springen in die Chrono rein. Das allerdings sollte er. Was tut Foxer da? Ich verstehe nicht ganz, was er tut, außer sich sein zu fliehen. Er hätte rauskommen können. Das würde ich als schlechte Entscheidung sehen, dass er da nochmal reingegangen ist. 1:1 der Trade anstatt 1:0. Hätte nicht sein müssen. Exorcism wurde auch geused. Und ich glaube nicht, dass wir rechtzeitig zum Tower kommen. Nope, ist ja auch schon fast abgelaufen. Das hätte besser für SD laufen können, das hätte aber auch wesentlich schlechter für Owl laufen können, muss man dazu sagen. War echt eine abscheuliche Chrono. Ja. Der Typ hat die halt einfach gezogen, sobald er einen gesehen hat. Und der hätte locker mehr kriegen können. Bisschen ungeduldig, aber passiert. Spielt ja, scheinbar nicht so oft Void. Wenn er die Chrono nicht gemacht hätte. Von daher. So, SD will jetzt hier fighten, ohne einen Void. Batrider ist da, hat Lasso, aber halt kein Force-Stuff. Aber schönes Epicenter, voll mitten rein und die Krobelus noch drin gehalten. Allerdings ist Razor mittendrin, macht einiges an Damage. Double Kill für Razor. Mehr sollten sie wahrscheinlich aber nicht bekommen. Allerdings ist Abaddon immer noch da. Nee, geht jetzt zurück. 200 Damage für einen Razor. Oh, ja, der Stun-Miss, das könnte bitter laufen. Damage ist aber jetzt vorbei und reicht nicht ganz. Gleich, 2, 1 und... Oh, er kommt... Nein! Oh, der da Ward. Da hat jemand Auto-Attack on. Da hat jemand Auto-Attack und den Ward auf dem Highground. Sorgt dafür, dass er den noch bekommt, tatsächlich. Oh Mann, was ein Lacker. Ja, oder er hat halt A-Click angehabt. Und Morphling Split-Push wieder. Wird aber diesmal contested. Und diesmal kriegen sie vielleicht den T2. Schöner Swap und instant gemeldet. Batrider hat jetzt auch ein Problem, ist gesilenced, ist jetzt nicht mehr gesilenced, aber kriegt einiges an Damage und geht jetzt down im Exorcism. Hatte ich schon gedacht, kein Timelock. Da hat Fox einfach nicht die Luck-Skills von dir. Beziehungsweise neuerdings ja von Spinner, der die Luck-Skills hat. Luck-Skills, so rum. Ja, und das ist halt so das Ding irgendwie. Die Fights laufen bisher besser für SD. Ja, Morphling ist halt meistens nicht dabei, aber ist halt die Frage, ob er das halt auch ändern kann. Also jetzt machen beide Teams so viel Fehler, dass es halt hauptsächlich auch darauf ankommt, wer die meisten Throws macht. Kompetenz gegen Inkompetenz. Ja. Von etwa. Etwas Inkompetenz gegen etwas Inkompetenz ungefähr. Da haben definitiv. Können sich beide Teams an die Nase fassen. Also das Positioning vom Venomancer und teilweise auch vom Abaddon ist nicht so optimal. Aber das Positioning von SD teilweise und das Verhalten von einigen Leuten ist halt auch nicht so. Obstisi könnte jetzt ein Problem haben. Ja. Aber hat einen Invis-Rune und kommt halt einfach weg. Sandstorm wird ihn nicht töten. Obwohl es knapp ist. Die Gale macht ja auch noch Damage. Und der Kurier ist sehr, sehr knapp. Batrider wollte da hinterher, aber nichts. Und Ronizzo stirbt durch den Sand King. Die Frage ist halt jetzt, wie viel sie bekommen, weil es sind vier Leute drin. Vino Ulti ist raus, Lasso zieht drin. Boah, macht sehr optimistisch. Sehr optimistisch. Jetzt mit dem Epicenter, aber einen Kill. 3:0 der Trade. Und ja, SD fightet zu zweit oder alleine in vier Leute rein. Und kriegt dafür die Rechnung. Der Batrider hat da versucht, den Razor auf die Klippe zu ziehen, anstatt einfach zu seinem Team. Ja, aber mit dem Epicenter war halt auch genug Damage da. Er braucht halt seinen Force-Staff. Und ich glaube, der fliegt gerade zu ihm. Jupp, Force-Staff kommt. Dann wird das vielleicht möglich sein. Und ich glaube, das wird der Tower-Ausgleich. So ungefähr. Na, nicht ganz. Der erste T2-Tower. SD hat ein paar mehr. Und Morphling farmt weiter unten. Beziehungsweise TP jetzt nach oben, um sich den Farm zu holen. Yasha first.
Dauert noch ein bisschen bis zum E-Blade. Und Creep-Skipping noch ein bisschen vom Batrider. Zieht sogar eine TP-Reaction vom Razer. Ich weiß nicht genau, was Razer dagegen tun will. Boah, ist hintippiert und wieder zurückgegangen. Also okay, ist vielleicht eine schlechte Idee. Ja, kriegen sie hier wahrscheinlich den unten Tower. Sand King, Backdoor Protection, keine Glyphe. Nein, es hat keine Backdoor Protection. Ja, ja, deshalb keine Backdoor Protection, aber auch keine Glyphe. Okay. Ja, Akku musste disconnecten. Haben wir schon 2 Minuten vorher gesehen, aber eine schöne Pause. Allerdings mit dem Blink bekommen sie da sowieso nichts von. Keine Chance, den Tower zu retten. Hätten sie vielleicht direkt TP'd, wäre das möglich gewesen. So allerdings ist das nicht drin. Stimmt, Void hätte halt einfach weiter TP'en können. Haben es gesehen, Void TP'd und noch ein zweiter TP'd mit der Chrono. Wenn Sand King da greedy geworden wäre, hätten sie da das verhindern können. So ist es halt einfach 1000 Gold mehr dem Gegner gegeben. Und guck dir mal die Last Hits vom Morphling an, der doch um einiges mehr hat als die beiden von SD. Und daher farmtechnisch ist Owl auf jeden Fall vorne. Wie heißt denn das? Owl heißt das. Wobei im Networth sind noch beide Teams relativ even. Aber klar, halt Tower-Unterschiede und so. Was auch interessant ist... Ah ne, Quatsch. Nein. Ich dachte, Shakiro hätte einen Blinkdagger, aber ne, es ist ein Oils. Shakiro hat doch relativ viel Farm, oder? Für 15 Last Hits ein Oils. Nach 22 Minuten mit Mana Boots. Nicht schlecht. Ein schöner Smoke unter einem Dire Observer Ward. Direkt in Roshan rein. Könnte vielleicht funktionieren, weil Oil davon ausgeht, dass der Smoke irgendjemanden ganken will. Außerdem mit dem Medallion. Das ist sowieso sehr, sehr schnell vorbei. Also, wenn da jetzt ein Epicenter auf, der hat kein Epicenter oder wie. Ja, könnte aber hier ein Problem haben. Oh, der Stun trifft aber Highground. Naja, das ist bitter. Also wenn er da daggert anstatt zu stunnen, dann kommt er da weg. Ja, und Festes Wort springt ein bisschen daneben. Und die wir jetzt zurück. Könnten hier oben auf den Morphling einen Kill bekommen, wenn noch ein paar Leute TP'en. Aber ich glaube nicht, dass er da irgendwas tun wird. Jo, Morphling TP'd back. Und SD steht am Highground und weiß, ich weiß nicht genau, was sie da oben machen wollen. Sand King ist tot, ja. Aber ohne Exorcism weiß ich nicht, ob sie Highground dagegen können. Schöner Ice Path. Aber spätestens wenn der Batrider einen findet hier, könnte sich das Ganze ziemlich schnell umdrehen. Organisms auf Razer. Klar, Farm ist relativ gut. Ich warte noch auf den Smoke von... Ah, ja. Nevermind. Ich warte auf den Smoke von Owl und instant kommt er. Manta zuerst auf Morphling, ja. Ich weiß nicht, würdest du eher E-Blade vorher bauen? Oder brauchst du das Manta für genug Stats zu haben? Er hat das Manta gebaut, um aus den Silence rauszukommen, aber ich würde definitiv E-Blade zuerst bauen. Keine Schönes Frage. Epicenter. Veno-Ulti ist auch draußen. Die Frage ist, kann jetzt SD da turnen? Und weil irgendwie jetzt ist der Damage vorbei. Aber Morphling ist jetzt drin. Und jetzt sieht man tatsächlich die Power von Morphling. Exorcism wird geused. Razer ist noch drin und das könnte Morphling zumindest ein bisschen stören, dass jetzt Exorcism hinten dran ist. Kommt er da weg? Wahrscheinlich schon, ja, spätestens jetzt damit. Aber mit dem Link hinterherlaufen, den kriegen sie auf jeden Fall. Könnten hier auch noch den Sand King bekommen. Ja, der Damage reicht. 3-1 hier mit der Trade.
Und der Tower sollten sie bekommen. Glyphe wird benutzt. Exorcism ist jetzt auch vorbei. Allerdings ist auch niemand von Owl da, um zu deffen. Venomancer kommt schon wieder relativ weit vor. Wenn SD jetzt dann Ward hätten, könnten sie da durchaus ein Problem haben. Masterpiece. Oh, der Morphling, den erhält das. Das ist, glaube ich, zu früh weggegangen. Well played. Smoke vom Venomancer. Vielleicht um die extra Meile zu kommen. Allerdings sollten sie den Razor so oder so bekommen mit dem Flame Drake und dem Lasso jetzt auch. Ist das auf jeden Fall reichen. Oh, was? Ein Eispass. Super von Resinizel hier gemacht. Frage ist, es sollte nicht reichen. Hat schon Stick Charges? Sie könnte er benutzen. Jetzt denkt er dran. Allerdings reicht es gerade. Schließt er sich nochmal reinzulaufen? Was? Okay. Schließen sich das nochmal reinzukaufen? Ja, Batrider stirbt. Allerdings Void geht auch nochmal rein. Ich weiß nicht, ob er Manfighten sollte gegen einen Morphling. Ja, muss gut jetzt hier auch nochmal Silence, könnt ihr den killen? Ja, die Frage ist, jetzt kommt es auf Bashes an. Bash, 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 Bash. Kein... Ah, oh, den letzten Bash. Und... Oh, ich dachte, jetzt kommt ein Mistcall Deny. Das hätte, glaube ich, genau gereicht. Die Animation war schon draußen von Voidon, aber hat nicht gereicht. Zwei Lucky Bashes. Haben den Morphling überleben lassen. 22.18 für SD. Und die Grafen schießen jetzt doch relativ weit nach oben. Allerdings kommt trotzdem keiner an den... an den Farm vom Morphling ran. Also wenn der Morphling den Iblit gebaut hätte, dann wären die gerade echt vorne. Wäre da gerade eben doch nicht gestorben, aber... Ja. Mal schauen, ob Sand King hier... Ne. Scoutet erstmal nur. Ich dachte, er wollte was alleine gegen die Ventfus Build versuchen, aber... Glücklicherweise dagegen entschieden. Jetzt wird wahrscheinlich der Smoke von SD kommen. Jupp. Diesmal nicht unter einer Sentry Ward. Allerdings treffen sie nur auf den Sand King, den sie mit einer Smoke nicht bekommen können. Was ein Dodge! Er hat den Stun gedodged. Aber stirbt trotzdem. Ja. Aber das lief doch relativ gut dafür, dass sie den Smoke dafür benutzt haben. Hätte schlimmer kommen können. Buyback ist vorhanden, ja, für den Sand King und Epicenter auch. Das Gute ist, dass die Owl-Typen ohne ohne den Kriegs nicht wirklich Highground deffen können. Also forcen die da jetzt mal ein Buyback. Aber deshalb sage ich ja, Buyback ist vorhanden. Buyback kommt hier. Jetzt sollten die auch eigentlich rausgehen. Aber eine schöne Chrono sorgt zumindest dafür, dass sie noch ein bisschen ranbleiben können. Allerdings jetzt Lasso, ein wunderschönes Epicenter auf vier Leute. BKB von der Deathbuff verhindert ein weiteres und trotzdem ist es hier noch drin, versuchen hier unbedingt die Rex zu holen, kriegen auch die Mini-Rex. Allerdings sterben relativ viele bei. WopsTZ sollte wahrscheinlich noch down gehen. Ja, geht down und damit ist es ein Trade von 3:1 plus Mini-Rex. Könnte, sollte es wert sein, aber hätte auch, ja, hätte auch besser laufen können. Aber wunderschönes Epicenter. Es ist das Buyback auf jeden Fall gelohnt. Auch sehr blauäugig von SD da noch reinzugehen nach dem Buyback. Hätte man nicht tun dürfen. Ja, aber sie haben die Mini-Rex bekommen, das ist immerhin schon mal etwas. Ach, sie haben die... What? Ja. Dann ist es gar nicht so schlecht. Okay, ich nehme alles zurück. Wie haben sie denn da die Mini-Rex bekommen? Nee, Exorcism halt. Ja, dann war's gut. Ja, schöner Lacker vom Void. Erstmal reinjumpen und First Hit bashen. So kann man halt auch jemanden auseinandersetzen. Aber, warum, oh, Hoffling muss jetzt hier raus, ja. Und meanwhile geht der Fight anders weiter, 2:4 geht's anscheinend, Jakiro ist schon gestorben. Schöner Stun auf 2. Und Chrono ist jetzt ready. Chrono auf 3, die könnte relativ gut sein, das Problem ist aber das Flame, Sticky, bla, das Feuer macht relativ viel Damage auf den Void. Firefly heißt es. Ja, das Feuer vom Firefly. Okay. Der Kriegs hat echt nachgelassen nach einem guten Start. Ja, kommt aber hier weg. Auch Owl ist halt ein bisschen zu lange drin geblieben. Wir hätten es ausnutzen können, dass SD da ein bisschen am Anfang ein bisschen gefeedet hat. Und dann aber auch raus.
Weiß nicht, was Sam King hier will. Haben keine Sentry Wards tatsächlich, aber relativ viele AOE. Und jetzt, okay, was auch immer das war. So viel zu, er hat nachgelassen. Ich sehe, I see why. Ich hab's ja ganz kurz acht, ja. Okay. Das ist wohl so ein bisschen die Definition von questionable move. Außerdem weiß ich auch nicht genau, was er da wollte. Hatte kein Sentry Ward, hatte kein Observer Ward dabei. Irgendwie, ja. Einfach mal YOLO rein. Ja, das war auch so die Definition von YOLO. Und SD gucken mal hier, ob sie die Range Tracks bekommen. Denn. Was ist das vom Abaddon? Warum geht er da rein? Er hat Ulti, aber. Das Ulti hat vorm Fight schon zu bocken, ist vielleicht halt auch nicht so unbedingt nötig. Jetzt Ulti vorbei und zack, instant down. Das war auch die Range Tracks und SD wird wahrscheinlich jetzt hochgehen, ja? Und wahrscheinlich zumindest einen Tower bekommen. Fortify hält das noch ein bisschen weg. Venomancer geht jetzt rein, hat aber auch kein Ulti. Müssen sie da auf jeden Fall noch ein bisschen warten. Und Chrono ist ready. Das könnte relativ schwierig werden hierfür. Gehen direkt rein und Chrono instant Chrono auf den Sand King. Da mag wohl jemand nicht den Sand King. Lasso auf die Death Prophet nach dem Exorcism. Muss hier BKB ziehen und weglaufen. Und ja, Void geht YOLO rein. Kommt da auch nicht mehr raus. Das weiß er genau, er hat keinen Mana mehr. Und daher YOLO rein, Tower bekommen und zwei Leute getradet. Naja, ob es das wert war? Void und eine Venge. Allerdings hätte doch die Chrono wesentlich besser sein können. Hätten sie ein bisschen warten können, hätten ein bisschen rausziehen können. In der Hoffnung, dass Owls ihnen folgt und dann eine Chrono landen. Aber so war es zu weit gesplittet, um AOE-Damage zu machen. Und SD hatten ein AOE-Lineup, konnte es aber in diesem Fall nicht nutzen und haben dementsprechend den schlechteren Trade genommen. Ja. Owl versucht, ja, Roshan ist ab. Dementsprechend sollte dieser Roshan zu Owl gehen. SD hat auch keine Wards am Roshpit, um das zu detekten. So, Roshan ist gescoutet. Und Owl macht Roshan mit einer Double Damage Rune auf dem Morphling. Sollte das relativ schnell gehen. E-Blade auch jetzt vorhanden. Von daher ist es jetzt die Frage, ob was jetzt nach diesem Zeitpunkt SD noch machen können. Ob sie den Vorteil mit der kompletten Lane of Rex irgendwie ausnutzen können. Oder ob halt jetzt mit einem. Upp. Jetzt ist es Morphling, der Pause macht. Oder ob jetzt halt Morphling mit dem E-Blade einfach. Einfach alles killt. Reason his mom. Und das R-Fragezeichen steht, glaube ich, auch für Go-Fragezeichen, oder? Ja. War das ein R oder ein kyrillisches? Ich glaube, es war ein R. Okay. So. Owl ist im Radiant Jungle. Mal schauen, was sie da wollen. Weiß ich nicht. Entweder wollen sie halt wirklich Rex holen. Ansonsten hätten sie vielleicht eher oben den Tower holen können. Aber andererseits ist er so low. Sagen sie, wir skippen den und gehen mit allem Mann nach unten. Derweil, Razor pusht oben. Und zwei Lanes pushen rein. Da muss zumindest einer zurück. Ja, Morphling ist zurück, hat aber eine. Hat keine Replika. Und. Wird einfach nur. Ups, und jetzt sollte der DP kommen, ja. Schön gemacht von Akul. Einfach rauszugehen. Flamebreak kommt zu spät. Um ein paar Sekunden. Und hat sich da nochmal gerade so retten können. Allerdings gegen einen Razor. Hälfte Leben an Damage zu machen, das waren knapp 1100 Damage. Einfach nur vom E-Blade. Ja. Das überlebt nicht jeder. Auch SD pushen halt jetzt wieder unten. Wo ich halt eher erwartet hätte, dass sie halt oben pushen, weil zum einen haben sie da auch einen Tower zu verlieren, zum anderen haben sie dort auch den Tower schon missing. Einfach mit allen Leuten nach oben gehen, Chrono setzen und Exorcism auf die Rex. Sollte eigentlich eine easy Rex bedeuten. Mal schauen, ob das SD auch so sieht. Oder ob sie hier weiter unten pushen. Boyd ist jetzt alleine. Aber entscheidet sich dann doch daran, zurückzugehen. Außerdem hat natürlich SD auch noch eine Regist abzuwarten, von daher haben sie hier keine Muße, unbedingt schnell irgendwo hinzugehen.
Morphling hat kein TP und hat keinen Replika. Allerdings kommt da seine Boots of Travel an. Na gut, okay, das hätte schlimmer laufen können. Ups, und den Kurier holen sie da. Na, das war zu spät. Aber naja. Nice try, nice force death, not. Ja, wir müssen Absprache, hätte der besser laufen können, aber egal, 4 Sekunden. Nicht so kritisch. Aber schön vom Morphling direkt Boots of Travel bekommen. Darf allerdings Kurier verloren. Das ist halt nicht so gut gewesen. Also sowohl Owl als auch SD müssten jetzt eigentlich irgendwas tun. Owl haben die Aegis noch und sollten die vielleicht demnächst mal benutzen, indem sie in die Mitte gehen oder sowas. Oder Pickoffs bekommen. Das tut jetzt Owl gerade. Die drei Leute sollten ausreichen, um ja, die Death Prophet wahrscheinlich zu killen. Wird hier noch so ein bisschen geblockt. Und geht jetzt raus. Schönes Lasso. Schönes, schöner Swap. Und das Epicenter sogar ins Nichts. Und es wäre sogar ein easy Turn, hätte Vostizi hier sein, sein Old Scepter benutzt. So wird das aber ein Chase, wo wahrscheinlich SD nichts bekommt. Eventuell ja doch mit dem Eye of the Storm. Wenn das nah genug rankommt. Nee, kann er blinken. Also mit dem Olds hätte das ein super Pickoff gewesen. So allerdings haben sie da nichts. Und ein bisschen Sand King Juke noch so ein bisschen rum. Allerdings, ja, kommen sie da nichts. Kann auch jetzt wahrscheinlich wieder gleich blinken. Letzter Hit, Hit. Oh, ich dachte, Hit ist sogar gedodged. Und hat den Blink fertig. Ja, SD benutzt, brauchen hier einige Zeit, um hinterher zu chasen. Andererseits, wie gesagt, der Aegis ist noch da. Wie sollten sie abwarten? 260 Last Hits, jetzt knapp 100 Last Hits mehr als der Razor. Das ist schon einiges. Allerdings wird der Morphling auch langsam. Nee, wird langsam nicht fett. Für sein Maelstrom dauert es noch ein bisschen. Und SD. Ja, warten immer noch ab. Haben halt noch die Aegis abzuwarten. Weil Aegis wird in. Ja, knapp einer. Nee, Quatsch, sollte schon vorbei sein. Eigentlich? Nee, 1, 2, 3. Na gut, vielleicht kann ich diese Uhr doch nicht lesen. Auf jeden Fall dauert es jetzt noch ungefähr knapp 30 Sekunden, bis die Aegis vorbei ist. Hey, Venu. Ist nicht so viel passiert. Roshan und dann ein bisschen hin und her gelaufen. Von beiden Seiten. Aegis ist noch 2 Minuten. Nein. Nee, 1 Minute und 10 Sekunden. Doch, 1 Minute noch, okay. Mensch, du als Caster kannst die Uhr nicht lesen, oder? Ja, die Uhr schon, aber. Ja, na dann 1 Minute noch. Ja, bis 1 Minute noch. Achso, bis Hälfte. Ah. Ich hatte irgendwie gedacht, dass die Aegis halt 3 Minuten braucht. 3 Minuten zum Outtime und dann 3 Minuten, bis der neue eventuell spawnt. Aber es ist doch ein 4 zu 2. Ein 6 zu 2. Ja, genau. 4 Minuten Aegis. Nein, 6 Minuten Aegis. 6 Minuten Aegis, 8 Minuten Timer, so rum. Ja, das war der Punkt, genau. Wir sind durcheinander gekommen. Sand King wird hier gesehen, Venomancer auch und ich glaube Morphling auch. Von daher wissen SD, dass sie da sind und eventuell, wenn sie da jetzt hochgehen. Oder auch nicht. Jakiro ist auf jeden Fall sehr, sehr passiv dafür, dass sie sehen, wo sie sind. Hätte jetzt einfach hochfrosteffen können und einen Oil-Scepter benutzen können zu Initiation. Allerdings sehen sie natürlich auch jetzt hier, dass alle von Owl da sind. Und Razor ist halt auch oben am Split pushen. Hat noch 20 Sekunden fürs TP, von daher wollen sie da nicht fighten. Ja. Mensch, für Split hat nicht genug Range, um den Observer Ward dort oben down zu bekommen. Und ja. Jakiro will gerade nicht dahin gehen. Warum auch immer. Morphling hat, glaube ich, auch nicht genug Range. Ja, aber Death Prophet hätte genug Range. Jetzt. Ach so. Ah, ja, natürlich. Haben sie ja ein bisschen lange für gebraucht, bis sich da irgendjemand gefunden hat, der sich erbarmt hat, dahin zu gehen. Ist auch interessant, Akku zu sehen, wie er mal wieder auf. Sein Split-Push-Ding alleine macht, auf einem Helden, der halt eigentlich nicht so sonderlich oft alleine zu sehen ist. Ja, aber wenn nichts passiert, macht man das ja auch so. Ja, klar.
Das ist schon, aber halt sonst ist er halt meistens einem relativ mobilen Held. Ist jetzt alleine ein bisschen weit vorne, aber wird nicht gegoat von Owl. Der Morphling ist noch ein bisschen zu weit weg. Und eventuell finden sie jetzt den Morphling. Nee, Morphling. Ah, er hat mein E-Blade gebaut, sehr gut. Ja, es ist schon ein bisschen länger da. BOT ist danach gekauft. Genau bekommen zur richtigen Zeit, wo sie gebraucht hat. Genau, und jetzt, nachdem die Aegis fertig ist, pusht es die Top-Lane. Wie ich meinte, eigentlich sollte das relativ easy sein, die Rex hier zu bekommen. Chrono, Exorcism und dann einfach die Rex down bekommen, oder? Laser-Ulti. Ja, oder das halt auch einfach. So in den Chrono. Oh, wir müssen jetzt gucken, dass sie vor der Base fighten und nicht innen drin. Also sonst könnten die Rex jetzt ziemlich schnell... Dafür ist es eigentlich schon zu spät. Ja, außerdem ist Abaddon, geht rein. Na, Abaddon macht das gut. Allerdings war die... Oh, schöne Chrono. Das ist episch halt. Ja. Chrono benutzt, Buyback vom Sand King. Und jetzt, ja, müssen sie gucken, ob sie noch irgendwas machen kann. Exorcism ist bald zu Ende. Void ist tot, konnte seine BKB nicht benutzen. Razor ist noch drin, allerdings mit relativ wenig Leben. Kriegen hier noch den Sand King. Dieback vom Sand King. Und quasi 3-3 damit getradet. Allerdings eben Base defended und das Spiel weiter hinausgezögert, um einen fetteren Morphling zu bekommen. Der jetzt 5k Gold hat. Ist das ein Skadi oder was ist das für dich? Auf dem Morphling. Der Typ ist unberechenbar, ich meine, der hat auch die linken. was hat er gekauft? Er hat doch noch nichts gekauft, oder? Genau, deshalb würde ich jetzt. Was würdest du kaufen? Ich glaube Satanic. Stimmt, auch eine gute Idee. Satanic oder Skadi. Butterfly ist nicht so geil hier. Ja, das stimmt. Gegen Spirits ist Evasion und außerdem bringt Butterfly halt in der Krone nichts. Andererseits kam er bisher noch nicht in die Krone. War bisher immer außen. Ja, doch, ich würde schon Skadi, glaub. Na, eine schwere Entscheidung, kommt drauf an. Ich habe die Fights jetzt nicht so beobachtet, den Morph. Ich werde selbst wissen, je nachdem, wie viel er gefokust wird. Ich glaube, der kommt da eigentlich immer recht gut raus. Ja, das stimmt. Man könnte ja eigentlich fast Skadi into Daedalus bauen oder sowas. Full Greed, ja. Greed ist halt geil, ne? Ja, das stimmt. Und bisher hat diese Greed eigentlich relativ weit gebracht. Ich meine, wir sind 42 Minuten drin mit dem Lineup. Er ist ja eigentlich, also der Morphling baut einen Butterfly, okay. Ist auch greedy, aber dumm eigentlich. Naja, es gibt ihn halt viel Agif zum Volker. So, ich glaube mit dem Refresher auf Razor sollte es so langsam Zeit sein, mal wieder gegen die Toplane zu laufen oder auf Russland zu warten. Allerdings kann auch Morphling einfach mal Leute töten. Bitter. Aber es ist möglich, ja. Jetzt wird Roshan gemacht und SD kann er nicht fighten. Zumindest werden sie da nicht fighten, sagt Razor. Chrono wäre da, ja. Eigentlich will SD reingehen, aber Razor macht sein eigenes Ding. Somit Roshan auf der Seite von All und damit haben sie jetzt definitiv eine Chance, irgendwo Rex zu bekommen. Das Spiel kann hier sehr schnell turnen. Wenn SD nochmal ein Teamwipe bekommen, können sie halt easy zwei Lanes auf Rex verlieren. Und das Spiel. Ja, aber war die richtige Entscheidung, da nicht reinzugehen? Wahrscheinlich schon, ja. Zu viert, ja. Käse will niemand. Kann ich nicht verstehen. Ich mag den Käse immer, aber... Ja, Käse ist ziemlich cool. Wäre doch nicht mehr denied von den Plague Wards. Vielleicht hat ihn niemand gesehen oder so. Eigentlich müssten sie jetzt den Kurier hinschicken. Egal. Ja, naja, wird einfach übersehen. Vielleicht im Eifer des Gefechts untergegangen. Ja... Und SD farmt weiter, ich weiß nicht. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass sie jetzt irgendwie jetzt erst recht halt oben hingehen müssten. Besonders mit dem Doppel-Ulti vom Razor. Einfach Rex forcen. Zwei Dance of Rex und dann wird's schon besser. Also ich weiß nicht, ob sie die Zeit haben, noch weitere 6 Minuten zu warten. Naja. Der Morph ist fast an seinem Limit. Der Razor hat jetzt halt auch einen Refresher, den hat er im letzten Fight noch nicht.
Es ist so super zu sehen, wie Morphling halt einfach full overextended da reingeht, ohne irgendeinen Replika. Und dann SD halt einfach alles verkackt und den absolut nicht bekommt. Das war so ein easy kill. Schon krass. Kann man machen. Kann man machen, ja. Sollte man aber nicht. So verliert man Spiele. Aber man hat so auch Spaß. Hey, lass uns gucken mal, da ist ein Morphling. Lass ihn einfach nur mal erschrecken, indem wir alles dagegen werfen. Werfen macht Spaß. Ja, werfen macht Spaß. Das sollte ein Motto von irgendwas sein. Könnte man ein cooles Team noch nennen. Schöner Spop auf eine Elo. Schöner Stun auf eine Elo. Oh, ein schöner Link auf eine Elo. Ja, nachdem sie das letzte Mal falsch gemacht hatten, war es diesmal schon besser. Oh, aber das ist eine Invis auf dem Sand King. Das könnte fast schon Game Changing sein. Ja, ist aber auch schon fast zu Ende. Alle. Aber, oh. Jetzt wird er gesehen. Luca wird gesehen. Bruno kommt zu spät. Bruno kommt einfach fast ins Nichts, nur auf den Sand King. Kriegen den natürlich down. Das Problem ist, dafür geht aber Razor down. In den Sand King nicht. Oh doch. Oh. Ja, ja, ist knapp. Schon down. Klar. Hat immerhin nicht sind Doppel-Ulti benutzt und ja, jetzt haben sie Exorcism benutzt, sie haben Chrono benutzt und das sollten jetzt Rex sein für Owl, soweit ich das einschätzen kann. Razor hat keinen Buyback. Classic. Exorcism ist down, Chrono ist down, das sollten Rex und vielleicht schon das Spiel gewesen sein für SD. So verliert man Spiele. So verliert man Spiele, genau. Well played. Mal schauen, was sie da so machen können. Badge Rider blinkt casually über den Ice Path. Ja, Death Prophet konstant. 2 Sekunden zu spät mit dem Olds für das E-Blade. Also. Immer so E-Blade, die Damage genommen, kurz nachdenken und Olds. Aber wenn du das Ingame hast, dann das passiert meistens so rum. Auch mit BKB und sowas, man kriegt es meistens. Man versucht es immer noch davor, man kriegt es meistens erst danach hin. Ja, das stimmt. Doppelklick. Ja gut, BKB geht schneller, aber... Ja, aber also das ist nicht so einfach, man das oh. Jetzt und schöner oh. Stun auf den Creep. Und der Silence is yours. Oh mein Gott, das ist ein Katastrophe. Ja, jetzt wird alles auf die Krumplus geworfen. Die Frage ist halt... Oh. BKB geforst. Keine Ahnung. Wieso hittet der Morphling denn nicht? Ist der... Er macht gar nichts. Er läuft rum und wartet, bis der E-Blade wieder ready ist. Naja, das sind easy Kills. Jetzt ist Chrono da. Chrono auf 2 immerhin. Aber ja, ich glaube nicht, dass sie. Der Morph zu fokussen ist gar nicht gut. Ja, ist gar nicht gut, aber da zu fokussen bringt halt genauso wenig, ne? Aber der Morph bringt, der hittet einfach nicht. Warum hat der White Pig Item geholt? Eges poppt. Ja, aber. Schönes Epicenter. Das könnte durchaus einiges machen, aber jetzt ist Morphling da. Oh, Morph hat sich entschieden, einmal was zurechtzuklicken. Exorcism wird benutzt, relativ wenig Leben. Ist ja nicht so, als wenn er den einfach töten könnte mit rechts. Geht. Hat so viel Angst. Also der morpht die ganze Zeit bei der Sprank, ne? Guck mal, die. Sicher ist sicher. Oh, und Regeneration Rune, na super. Hätte er nichts Besseres finden können. Ja, nimm doch die. Ich weiß nicht, worauf er wartet. Ach, auf die Bottle. Und benutzt sie jetzt. Ja, ja gut, okay. Gibt sie zurück, sehr schön. Well played. Jetzt geht er trotzdem in die Base, oder? Achso, Gegner pushen. Oh, mein Fehler. Ja, ich glaube dann, meistens muss man da hin. Haben jetzt Buyback geforst und gehen zurück. Oder... Oh, der Wurm müsste sterben. Nein, weg. Sie gehen nicht zurück? Warum gehen sie nicht zurück? Selben Grund, warum der Morphling nicht goat. Das kein Spaß. Naja, ging nochmal gut für SD. Hätte ich schon fast gedacht, okay, wir können die Base nicht crushen, also warten wir halt einfach bis Owl und CDH laufen und uns töten. Aber sind dann doch nochmal weggekommen. Auch wenn es ein BKB-TP war. Aber 4 Sekunden kann man ja machen. Tja, nächster Roshan ist bald. Was haben wir da? 2 Minuten. Boah. Wahrscheinlich wird jetzt auf Roshan gewartet. Ich glaube, wenn er den SD bekommt, könnte das auch relativ gut laufen.
Ein weiterer Rusher noch für Ole. Weiß ich nicht, ob das ist, den nochmal abhalten kann, besonders mit den Teamfights in letzter Zeit. Kommt halt, wie gesagt, darauf an, wenn der Morphling anfängt zu hitten, dann kann es böse werden. Ja. Aber ich glaube, er hat keinen Bock drauf. Also könnte das noch gut sein, dass ja, das alle gut geht. 30 Sekunden mit einem E-Blade jemanden töten, ist ja auch okay. Ja, aber er hätte schon drei Fights gewonnen. 7000 Gold. Ich glaube, das wird langsam satanic dann. Sollte. Dann sollte er wirklich die Linkens verkaufen gegen eine BKB. Linkens ist allgemein hier ziemlich. Guck dir das hier an! Guck dir das hier an! Was tun die da? Popster braucht genau 5 Sekunden, um seine Bottle zu verkaufen. Und wird einfach der Cheese denied. Super getrollt von Batrider. Und ehrlich gesagt, definitiv verdient. Lag der Cheese da immer noch? Der Cheese lag immer noch. Ein Wobster wollte ihn haben und ist erstmal zum Secret Shop gegangen und brauchte 5 Sekunden, um seine Bottle zu verkaufen. Und in der Zeit hat Batrider einfach den Cheese denied. So, ja, okay, wenn du halt den Cheese wirklich nicht aufnehmen willst. Hätte auch einfach die Bottle hinlegen können. Der Batrider hat einen Wrath of Aoi. Hab ich so auch noch nicht gesehen. Und werde ich so hoffentlich wahrscheinlich auch nicht wiedersehen. Ja, hat bisher noch nicht wirklich Impact gehabt. Also hilft gegen den Void, dass er nirgendwo rankommt. Aber der Void macht sowieso gerade bis auf die Krone nicht wirklich einen Impact. Ja, und mit dem Krone hat. Change, dass der da drin Max Movement. Nee, außerhalb von der Krone halt. Ja, ja. Oh, den hat er doch gesehen. Dachte ich eigentlich auch. Aber er dachte wahrscheinlich, ist schon weg. Before Staff into Lasso wäre das wirklich gegangen. Ja. Aber. Oder Blink Frame Break. Ich wusste halt nicht, was dahinter steht. Vielleicht ist er wirklich. Naja, hat ja Forster wieder rauszukommen. Er hätte mit dem Forster rangehen müssen, damit er noch rechtzeitig rankommt. Ja, stimmt auch. Bei Dagger hat er komischerweise davor schon geused. Ich sehe jetzt erst, dass der Bad Rider Face Boots hat. Oh, okay. Der hat sich so hoffentlich auch nie wieder. Das, ja. Lustigerweise habe ich mir Bad Rider Face Boots heute Morgen überlegt. Als mir langweilig war, habe ich darüber nachgedacht. Aber dann ist mir aufgefallen, dass das totaler Müll ist. Weil? Oh. Die einfach nichts bringt. Naja, erzähl es mal, warum sie nichts bringen, aus deiner Perspektive. Also, weshalb ich überhaupt daran gedacht habe, Face Boots irgendwann mal darauf zu bauen, ist dadurch, dass du diesen Early Damage kriegst, kannst du mehr Lane-Dominanz ausstrahlen und der Movement-Speed-Bonus ist jetzt nicht so extrem schlecht. Aber genau. Für den Movement-Speed-Bonus geben dir Tranquil-Boots viel mehr, BOTs geben dir mehr und die Face-Boots nützen dir im Late einfach nichts, weil du Face-Boots auch, du kannst sie einfach nicht nutzen, um durch Einheiten zum Beispiel zu moven, weil du mit Fireflight sowieso durch Einheiten kannst, aber egal, wir gehen jetzt einfach zu weit. Ja, hier geht's zum weit. Void ist jetzt drin, hat eine. Oh, schade, da hätte er aber durchaus noch ein paar Leute bekommen können. Die er jetzt doch gerade so bekommt. 1400er Streak geht an den Void, der sich jetzt mit 5000 Gold ein bisschen was kaufen kann. Und. Oh, schönes Oils. Und damit ist es ein Team-Void für SD. Obwohl der Morphling gehittet hat. Und Void am Anfang nicht da war. Razor ist gestorben, bevor er überhaupt ins Void reinkam. Hat aber noch genug Damage gemacht, um das Ding doch zu entscheiden. Und jetzt. Buybacks, Morphling und Abaddon. Ist immerhin besser als nichts. Morphling sollte eigentlich genug sein, um das Ding aufzuhalten hier. Chrono. Außerdem ist auch in 20 Sekunden der Vader schon wieder da. Das ist jetzt die Frage. Durchaus könnten sie das jetzt throwen, wenn sie da reingehen und einfach nur drin bleiben. Ja, Morphling, Buyback, TP rein und jetzt müssen sie raus. Ja, aber Buyback forcen ist ja wichtig. Ja. Der Typ könnte jetzt aber vielleicht sogar sterben. Ja, Krone und 20 Sekunden, das dauert noch ein bisschen. Oh, knapper Silence. Weil warum will der Void da gerade nicht rein? Weil der stirbt, wenn er reingeht. Batz. Ja klar, aber für den Sustain. Die Frage ist eher, warum will das Team da rein? Wenn da alle einfach raus sind, kann der Morph da nicht hinterherkommen. Aber die Koblos wird auch noch sterben, weil der Typ hat halt einen Guardi. Jo, das war ein Teamwipe, der nichts gebracht hat. Hm. Naja, also gut, sie waren halt zu zweit da und sind dann nicht zurückgegangen, ja. Selbstschuld, muss man dazu sagen. Vorschauen ist wieder ab. Aber nochmal zu den Faceboots. Ja.
Ranky Boots geben dir halt besonders im Early auch dieses Sustain, dass du mehr auf der Map roam kannst und jungeln kannst nebenbei und dann noch für Fights gehen, weil du danach wieder Full HP bist. Dass die Faceboots einfach nicht sieht. Du musst mit Faceboots immer wieder wegrennen. Ich glaube, die Faceboots kamen auch relativ später für ihn. Also es war nicht First Item Faceboots. Ich glaube, die hätte sie später noch gekauft. So. Ja, und irgendwie, dass du hier gegen Wartraps rauskommen würdest oder sowas, gibt's auch nicht. Also es gibt eigentlich keinen Grund. Oh mein Gott, Ark bestirbt einen. Oh ja. Das könnte Game sein. Ja, er hätte halt auch einfach das Mecha benutzen können. Wobei, er hat noch Lifestyle und das Mecha hätte ihn gar nicht gerettet. Oh, warum den macht, den warum nicht macht er nicht die Chrono irgendwo hin, wo halt mehr als einer getroffen wird? Weil so viele wurden ja zwei getroffen. Nee. Doch, der Battle war auch noch. Aber oh. Okay, Battle war drin, aber hat aber dann war draußen, deshalb hat der Morphling überlebt und nimmt jetzt das komplette Team auseinander. Na, der hat extrem viel Strength gemorpht, der macht kein Damage. Ja, okay, das stimmt. Und irgendwie morpht er auch nicht um zwischendurch. Ja, aber Doppel-Ulti ist an. Es morpht alles auf Agi und dann wieder auf Strength und hat er Full HP, aber er macht und ja, jetzt sollte das Game sein, ja. Ja, Gratulation an Owls. Es steht das schön vor die Füße ab. Meinst du? Die sind alle so low, die können halt nicht pushen. Ja, aber. Hm. Oh Gott. Oh, oh Gott. Daneben. Was ein Juke, was ein Juke. Oh Gott. Ja, okay, sie können wirklich nicht pushen, von daher ist bisher immer noch nichts passiert, ja. Trauriges Dota ist gerade ziemlich traurig. Ja, irgendwie. Der Morph muss dringend seinen Manta für einen Satanic verkaufen oder seinen linken BKB. Ja, Linkens. Linkens ist hier das totale Scheiß-Item schlechthin. Das einzige, was er blockt, ist ein Bench-Stun. Oder ein Razor-Link. Vielleicht noch ja, ein Jules. Aber, ja. Wow. Genau. Das ist halt der Punkt, so wow. Und sie können ihn ein bisschen aus dem Fight halten, damit sie das restliche Team umbringen können. Das Problem ist aber, sie kommen mit Morphling selbst auch nicht klar. Also Morphling alleine bringt ja schon jeden um. 400 Base Damage gehabt. Also 400 Damage fast. Mit Max Attack Speed fast wahrscheinlich. Das ist einiges. So, dann schauen wir mal jetzt. Es wird hart, den Push zu deffen, weil der Razor gebuybackt hat. Ja, der hatte, glaube ich, gebuybackt vorhin. Okay, Batrider. Na gut, kriegen hier zumindest das Counter-Rex. Mal schauen, ob sie jetzt aber hier overcommitten. Und dann mehr verlieren. Festes Wort tötet den Batrider einfach, der. Ja, aber das ist gut. Der Abaddon hält gerade alle hin, während. Der Morphling halt den Rest macht, ja. Ja, die holen gerade. Chrono ist auch used für. Oh, jetzt der Foxer wird sterben, wenn er daran geht. Ja, das stimmt. Ist so schlau. Und ja. Oh mein da Gott, der Boss Tizi wird da auch sterben. Da hielt ihn doch! Nee, stirbt er nicht. Exorcism ist just und jeder kommt weg. Irgendwie sind sie sehr immobil da. Ja, jetzt wird es gefinnet, aber und jetzt könnte der Morphin eigentlich aufbauen, wenn er es richtig macht. Jetzt kill den Boss Tizi. Kill ihn einfach. Du hast den E-Blade ready. Nein, du. Jetzt geht er sicher nochmal rein, weil er hat die Replica gerade extra weggemacht. Geh einfach auf Bob's CZ. Und weg ist er. Da ist er in der Mitte wieder. Ich bin halt jetzt echt gespannt, ob der überhaupt sich einen Satanic kaufen würde. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Aber irgendwie befürchte ich, dass er nicht daran denkt. Muss man sehen, also. So wie es bisher läuft, sehe ich ehrlich gesagt nicht mehr so viele Chancen für SD. Mindest eine Rex. Muss es so sehen, dass es nicht mehr schlimmer wird. Der Morph ist jetzt 6 slotted. Also wenn er sich jetzt kein Satanic kauft, dann ist er halt auf seinem Hof. Natürlich kann er jetzt noch Manta und Linken verkaufen, wie Satanic und BKB. Dann ist es eigentlich over, weil die nichts haben, um ihn zu töten. Ja, in einem Exorcism, also bis das Exorcism ihn tötet, holt das ganze Team auseinander. Da hilft auch ein Link nichts. Oh. Ja, Roshan ist ab. Mal sehen. Sollte an Owl gehen. Beziehungsweise an Morphling alleine.
Blinkens eigentlich weg und dann passt es. Tja. Smoke für SD. Und dann schauen sie mal, ob sie das contesten können, aber Roshan ist schon tot. Und sie gucken jetzt erstmal nur. Akul wird. Ne, ich dachte, Akul baitet jetzt erstmal, aber ne, sie gehen zurück. Okay, ja, jetzt baitet er. Nein, er feedet einfach nur. Na gut, so geht das halt auch. Man kann ja nicht wissen, dass nach dem Roshan eventuell hier das ganze Team um die, genau da an der Stelle ist, wo er ist. Kann man nicht wissen. Habe ich so auch noch nicht gesehen. Oh Gott, wenn ich SD caste, bin ich immer sehr, sehr krastig. Das ist schlimm. Aber naja. So, jetzt. Oh, schlechter Jump von Void. Schlechte Krone von Void. Schlechtes no. Exorcist. Schlechte Jakiro Ulti. Okay. Ja, da fällt das ganze Ding auseinander. Nach der dem Liebsten Exorcism und der Chrono sollte es jetzt aber game sein. Der Plan, das Manta gar nicht zum Silence Dodgen zu benutzen, sondern immer darum, das Feld zu baiten, klappt erstaunlich gut. Bei der Bad Rider. Ah ne, er tippt doch nicht raus, sehr gut. Weil sobald das Exorcism ja. Vorbei ist, ist eigentlich ist halt vorbei, ja. Sollte es vorbei sein, Razor hat kein Buyback. Doch, Razor hat Buyback. Oh, schöner Eisbath. Genau in der Waveform. Hier ist over. Hat zu spät gebuybackt, die haben keine Glyph. Und halt noch, haben halt auch keinen. Ja, haben keine Chrono. Dementsprechend Razor Doppel-Ulti macht Damage, aber Offlane macht wesentlich mehr Damage. Und ja, das war das erste Spiel im Best of One. Schönes Ding gegen Owl. Ist ein Best of 3, von daher wird hier noch ein bisschen was passieren. Und mal schauen, ob es im zweiten Game besser wird, ob schönes Ding was anderes nehmen oder ob sie sich sagen, hey, wir haben scheiße gespielt, lass uns einfach mal besser spielen. Kann ja, unter Umständen auch funktionieren. Ich weiß nicht, ob das im Bereich des Möglichen ist. Oh. Naja. Oder ob sie halt sagen, okay, wir haben halt gesehen, irgendwie funktioniert es heute nicht mit dem Teamfights, lass uns mal, keine Ahnung, Push spielen oder so. Lass uns mal ein Liken pingen. Wenn jetzt nicht gebannt wird. Sehr optimistisch, den zu bekommen, auf jeden Fall dann. Ja. Ah ja. Gut, Main-Menü. Ja, die Lobby ist offen. Dauert also noch ein bisschen. Vielleicht solltest du jetzt fragen, ob du in die Lobby rein darfst, weil jetzt sind die Gegner sicherlich so gut drauf, dass du rein darfst. Nee, nee, haben wir eben schon gefragt. Jeder mag nervige Leute. Ach nein. So, jetzt geht's ja schon los, siehst du, alles super. Waiting Floaters. Na, ich bin echt gespannt, hoffentlich, oder mal schauen, ob sie es schaffen. Bin gleich wieder da. Ja. User left your channel. Aber so wie es bisher. Ne, ich habe jetzt den Check gelesen. Sorry, Leute. Und ja, klar, ich muss jetzt Venue wieder hochholen. User was moved to your channel. Du gehst, aber okay. Ja, ich habe versucht, sie zu motivieren. Ich gegangen. Die wollten nicht auf meine Ansprache reagieren. Haben mich einfach gemoved. Traurig. Die Ansprache, du wolltest schon ein bisschen Motivation für die für SD geben. Ich bin halt reingegangen und habe laut gerufen, welches Team. Dann hat mir niemand geantwortet und ich wurde gemoved. Ich kann es Ihnen ehrlich gesagt nicht verübeln. Ich schon. Ich hätte mich darüber gefreut. Ich hätte auch Wildcats geschrien daraufhin, aber war nicht in der Stimmung. Tja, dann schauen wir mal,
Schauen wir mal. Kann ja nur besser werden, ne?